to start. Wir werden jetzt gleich starten. Der nächste Talk geht über die digitale Gesellschaft. Gehalten wird der Talk von Markus Beggedahl und einigen seiner Mitstreitern. Markus Beggedahl selber ist Gründer des Blogs netzpolitik.org, außerdem Mitveranstalter der Konferenz Republika, Projektleiter der Creative Commons Deutschland und seit letztem Jahr auch Sachverständiger in der Enquete-Kommission für Internet und digitale Gesellschaft in Berlin. Bitte ein bisschen Applaus für Markus. Ja, guten Morgen. Hört ihr das alle? Oder man hat ja immer so das Gefühl, dass da nicht so wirklich was ankommt. Aber ich glaube, so der Hall zeugt schon ein bisschen davon. Ja. Also wir wollen jetzt hier eine Stunde lang knapp die digitale Gesellschaft präsentieren. Einen Verein, den wir gegründet haben. Wir, das sind noch mit hier auf dem Podium Rüdiger Weiß. Rüdiger ist Informatikprofessor in Berlin und dem einen oder anderen vielleicht aus der Kryptodebatte von vor ein paar Jahren bekannt. Sandra Mamet steht da, Ed Aprika vom AK Vorrat unter anderem. Der Rest ist ein bisschen krank und sitzt hier überall rum und möchte nicht reden. Also müssen wir das Ganze tun. Digitale Gesellschaft ist eine NGO, die wir mal vor einem Jahr gegründet haben. Aber so ein Gründungsprozess dauert ewig. Wir saßen letztes Jahr bei 6 Jahren netzpolitik.org, ein Blog, wo ein Teil von uns mitschreibt zusammen. Und dachten halt, okay, wir machen das jetzt seit 6 Jahren, wir müssen das mal auf ein anderes Level bringen. Wir sahen immer selbst netzpolitik.org als so eine Mischung aus Medium und Kampagnenplattform, aber wir sind da immer an unsere Grenzen gestoßen. So, wenn wir es halt als Medium ernst genommen haben, hätten wir Werbung machen müssen, haben wir ja jetzt, um halt auch wiederum darüber Stellen finanzieren zu können. Aber andererseits war vieles uns immer schwer, Spenden einzusammeln oder mal tatsächlich eine Kampagnenplattform aufzubauen, was wir eigentlich immer so im Hinterkopf hatten. Also haben wir das Ganze getrennt, insofern, dass halt netzpolitik.org jetzt mehr Medium ist, mehr journalistisch arbeitet, natürlich immer noch mit einer eigenen Meinung, die dort vertreten wird. Andererseits haben wir jetzt einen eingetragenen Verein, der gemeinnützig ist, der transparent arbeiten möchte im Umgang mit Spenden und wo wir ganz andere Dinge mitmachen können. Und was wir damit machen wollen, darum geht es halt in dieser Präsentation. Ja, wir sind halt gestartet dieses Jahr zur Republika. Also man muss dazu sagen, letztes Jahr im August haben wir uns da zusammengesetzt. 12. August war, glaube ich, Geburtstag, 6. Geburtstag von netzpolitik.org. Ich glaube, wir haben jetzt vorgestern den 7. vergessen. fällt mir gerade mal ein. Oder was haben wir heute? Nee, ist das heute oder morgen der 12.? Morgen, na gut, morgen feiern wir 7. Vielleicht gehen wir da auch ein Bier aus. Also da saßen wir zusammen, haben uns eine Satzung überlegt, so beim Bier abends, und haben es einfach mal gemacht und haben es mal abgeschickt. Aber wir hätten halt nie gedacht, dass man da ein Dreivierteljahr für braucht, mit dem Amtsgericht in Berlin und mit dem Finanzamt in Berlin das Ganze so abzudealen, dass dann irgendwie alles mal korrekt ist. Also so der Money Quote war, die Förderung von Grund- und Freiheitsrechten ist nicht gemeinnützig. Da mussten wir halt dann nochmal 3 Monate warten, ne, weil wir mussten dann abändern unsere Gemeinnützigkeitszwecke und diesen Satz quasi in die Präambel reinpacken, damit es halt nochmal hingeschickt wird, da auf den Stapel legt. Nach 3 Monaten kriegt man dann irgendwie der nächste Schreiben, Sie müssen aber jetzt das noch abändern und so weiter. Aber mittlerweile haben wir das alles geschafft. Wir sind aber schon vorher online gegangen, nämlich zur Republika im April. Und zwar bei Republika haben wir mitorganisiert, und wollten halt die Gelegenheit nutzen, dort mal einem größeren Publikum die Idee vorzustellen. Viele konnten sich damals noch nicht so ganz was drunter vorstellen. Jetzt die letzten 4 Monate haben wir eine ganze Menge gemacht mit unseren Möglichkeiten, um halt auch mal zu zeigen, was so das Aktionsspektrum sein wird, wie wir arbeiten wollen. Und ja, darüber wird es jetzt hier gehen. Also eines der Ziele von digitale Gesellschaft ist, zum Glück habe ich nicht so viel Grün verwendet, ist nicht ganz so lesbar, wir wollen Netzpolitik nicht nur für Nerds machen. Also wir wollen es schaffen, quasi im Optimalfall unsere Eltern auch zu erreichen für die Themen, mit denen wir uns seit Jahren beschäftigen, wo es halt im Netz sehr viele Menschen gibt, die verstanden haben, warum die Vorratsdatenspeicherung schlecht ist, warum Netzsperren schlecht sind, warum wir ein anderes Urheberrecht brauchen. Aber wir hatten immer das Gefühl, dass wir es selbst nicht geschafft haben in der Vergangenheit, diese Themen einem größeren Publikum zu vermitteln. Und wir haben auch
sehr genau uns angeschaut, wie arbeiten andere soziale Bewegungen, wie hat es die Umweltbewegung in den letzten 40 Jahren geschafft, so ein Thema wie Umweltschutz, Naturschutz, was vor 40 Jahren auch so von den langhaarigen Nerds quasi bearbeitet wurde, die als so langhaarige Bombenleger galten. Wir haben dies geschafft, diese Themen so zu popularisieren, dass halt jetzt sogar eine schwarz-gelbe Koalition den Atomausstieg beschließt. Also aus einer Risikotechnologie, während wir als im Netz ganz andere Risikotechnologien haben, wo wir auch mal schnell aussteigen müssen, wie Netzsperren, Infrastrukturen, wie Digital Rights Management und so weiter. Also das ist halt unser Ziel quasi, nicht nur für Nerds Politik zu machen, natürlich mit Nerds, Großteil von uns sind Nerds, so, aber wir wollen halt auch andere Menschen mitnehmen, andere Menschen, die halt jetzt quasi nicht in Nerdkulturkreisen zu Hause sind, wollen wir motivieren mitzumachen und halt je nach ihren Stärken und Kräften gemeinsam für uns für digitale Bürgerrechte einzusetzen. So im Großen und Ganzen gibt es zwei Ziele. Das erste Ziel von Digitale Gesellschaft e.V. ist Aufbau einer Interessenvertretung. Interessenvertretung bedeutet halt, dass man Medienarbeit macht, dass man mit Politikern spricht, das, was halt unter dem Wort Lobbying so ein bisschen so negative Konjunktion hat. Aber wir haben das Problem, es gibt auf der anderen Seite, also auf Seite der Industrien, auf Seiten der ganzen Sicherheitsbehörden, gibt es Unmengen Organisationen, die dort Lobbying machen mit massiv Ressourcen. Und wir haben natürlich immer so das Problem gehabt, von unserer Seite kommen dann halt ein paar Menschen in ihrer Freizeit irgendwie zu Politikern, wer gerade mal Zeit und Lust hat. Und wenn wir da nicht hingehen, dann sitzen dort Bitkom, Microsoft, Apple, keine Ahnung, wer da sonst noch alles sitzt mit ihren zig verschiedenen Organisationen und setzen ihr ganzes Geld ein, unsere Freiheitsrechte einzuschränken. Und da wollen wir halt mal ganz klein anfangen, ein Gegengewicht aufzubauen. Also so ein einfaches Beispiel. Seit einem Jahr oder seit eineinhalb Jahren ist es so Mode geworden, für Politiker auch mal Netzaktivisten einzuladen. Ist ja ganz nett so, ne? Vorher war das Problem, vorher haben sie die ganze Zeit nur Bitkom eingeladen und das BKA und so weiter. Jetzt laden sie halt uns ein, aber dann haben wir die Situation, bei netzpolitik.org kommt eine Einladung an, beim CCC kommt eine Einladung an und wenn jeden Tag eine Einladung ankommt, dann hat man irgendwann keine Zeit und Lust mehr, überall hinzugehen. Aber wenn wir nicht hingehen, sitzen da die anderen. Also insofern, das ist so ein Beispiel für Interessenvertretung. Eine andere Sache ist halt noch, kommen wir später drauf, dass man halt sich bei aktuellen Gesetzesprozessen einfach mal in Form von Stellungnahmen beteiligt, dass man halt aus Sicht von Internetnutzern, aus Sicht von digitalen Bürgerrechten Stellungnahmen formuliert, weil wenn man dann in den Bundestag geht oder zur EU-Kommission oder sonst wohin, liegen da 30, 40, 50 verschiedene Stellungnahmen von verschiedenen Verbänden. Wenn es um Urheberrecht geht, liegen da meist 100 verschiedene Stellungnahmen von Urheberrechtsverwerterverbänden. Aber quasi aus Nutzersicht liegt da nichts. Also das ist so eine Zielrichtung, Interessenvertretung ausbauen. Die andere Zielrichtung ist Kampagnenplattform aufbauen. Also so auch quasi der Running Gag, was wir halt in den letzten Jahren immer wieder erlebt haben. Es kommt ein Thema und auf einmal ist die Vorratsdatenspeicherung da. Ein paar Leute wussten zwar schon, dass sie kommt, so, aber wer kümmert sich schon um die EU? Aber auf jeden Fall ist sie in Deutschland da und alles rennt so durch die Gegend und wir müssen da jetzt mal was tun. Und dann sind da immer dieselben Schritte so, naja, irgendwer muss jetzt mal eine Webseite aufbauen dafür. Irgendwer muss das Design machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige, der die Webseite angeboten hat zu machen, auch nächste Woche noch erreichbar ist und den Serverschlüssel rausrückt, liegt so bei 50%. Die Wahrscheinlichkeit, dass man halt einen Designer findet, der halt mal ein nettes Design macht, was nicht nur Nerds anspricht, so, liegt noch niedriger. Also insofern, und dann sind immer dieselben Sachen. Oh, wir brauchen eine Petition. Irgendjemand muss eine Petition bauen. Dann baut die mal eine, aber die ist nicht wiederverwendbar und so weiter. Also im Endeffekt haben wir in den letzten Jahren eine ganze Menge Ressourcen verschwendet. Dadurch, dass halt immer alles so irgendwie do-it-yourself handmade war und danach nicht weiterverwendbar für die nächsten Kampagnen, wenn die Netzsperren kommen und so weiter. Und vor allen Dingen, es hat immer eine ganze Menge Zeit gekostet. Und wir können uns da bei anderen Organisationen, anderen sozialen Bewegungen orientieren, so Sachen wie Compact für soziale Bewegungen, was Greenpeace hat an Infrastruktur. Die haben mittlerweile so Kampagneninfrastrukturen, wo man sich eigentlich nicht mehr um die Technik kümmern muss, weil die Technik steht da, sondern einfach nur sagen muss, okay, heute hat Hans-Peter Uhl gesagt, keine Ahnung was, Internet muss abgeschafft werden. Und man setzt sich dann hin und kümmert sich eigentlich nur noch um das Design von Bannern oder so weiter und die Texte und kann dann klicken sozusagen, machen wir mal eine neue Kampagne. Das ist halt so ein Ziel, was wir machen wollen und dann darüber natürlich auch
Kampagnen ausführen, durchführen. Im Moment gibt es unsere rudimentäre Webseite, das ist noch keine Kampagnenplattform. Wir basteln noch ein bisschen rum, außerdem warten wir im Moment noch drauf. Compact entwickelt gerade oder ist in der Fertigstellung ihrer Version 3.0 ihrer Software. Die soll dann als Open Source released werden unter Python. Die bauen das vollkommen neu. Und sobald die in diesem Herbst draußen ist, werden wir sie erstmal evaluieren und gucken, ob wir sie verwenden können, weil es macht ja schon Sinn, wenn man sich einem Ökosystem anschließen kann, als wenn wir uns jetzt hinsetzen, alles neu aufzubauen. Einige Funktionalitäten haben wir aber schon in der Entwicklung und werden wir wahrscheinlich jetzt im Frühherbst schon einsetzen können, die wir selbst entwickelt haben. Wir sind so mit 6 Themen, die so ein bisschen als Themenspektrum darstellen sollen, an die Öffentlichkeit gekommen. Wer sich mit Netzpolitik beschäftigt, weiß, da gibt es 1000 andere Themen noch, die man auch bearbeiten müsste. So. Aber das war jetzt erstmal die Fokussierung, wo wir Know-how haben und wo wir auch motiviert sind, jetzt erstmal mit unseren geringen Ressourcen was zu machen. Lobbytransparenz, komme ich später noch zu, Open Data, also die maschinenlesbare Regierung, seit 25 Jahren ein Anliegen auch vom CCC, mittlerweile ein bisschen populärer geworden. Datenschutz, ein Dauerthema, bis hin zu Post-Privacy, wobei wir sind jetzt nicht gerade die Anhänger von Post-Privacy, wie man vielleicht weiß. Vorratsdatenspeicherung, Running Gag, wird auch erstmal nicht weggehen. Urheberrecht, großes Problem. Urheberrecht ist eigentlich mit die bedeutendste und wichtigste oder das wichtigste Debattenfeld, aber kümmert sich keiner drum in Deutschland. Also kümmert sich kaum einer drum von Nutzerseite. Und das ist ein großes Problem. Auch die ganzen Nerds, die kümmern sich die ganze Zeit immer nur um Datenschutz und Netzsperren. Aber im Urheberrecht, da werden eigentlich die wichtigsten Entscheidungen getroffen, was sich über alles auswirkt, auf wiederum Datenschutz, auf Netzsperren, auf Netzneutralität und so weiter. Wenn man sich mit Urheberrecht beschäftigt, da gibt es halt 100 Verbände, die dann zu den Anhörungen hingehen. Das gibt's ja, man glaubt ja gar nicht, was es alles für Urhebervertretungsverbände von den Bühnenbildnerverband über Regisseurverband bis keine Ahnung wie, was ihr, ich weiß gar nicht, wie viele Verbände die Filmindustrie allein hat, irgendwie da auflaufen lässt, die halt in der Regel immer das fordern, was wir nicht wollen, nämlich Abbau von Grund- und Freiheitsrechten, um halt ihre veralteten Geschäftsmodelle weiter durchsetzen zu können. Ja, und ein anderes Thema, Netzneutralität, das wird jetzt erstmal unser Schwerpunktthema werden. Wir sind auch so bei Facebook, da kann man Freund werden. Wir sind bei Twitter, Google Plus noch nicht. Das liegt aber daran, dass man da noch keine Organisationsprofile machen kann. Kommen wir zur Struktur. Also so ein e.V. klingt erstmal ein bisschen spießig, ist es auch. Ich glaube, der CCC ist auch ein e.V., aber nicht gemeinnützig. Es wurde kritisiert, warum seid ihr so internetfeindlich und gründet erstmal ein e.V.? Das macht man ja heutzutage in offenen Netzwerken und so weiter. Wir waren halt der Meinung, es macht schon Sinn, wenn man eine Rechtsstruktur hat, weil wer ist in der Lage, allein ein Konto zu eröffnen? Wenn man halt in großen Gruppen agiert, die halt irgendwie so lose sind, ist das ja schon ein Problem so. Ne? Und allein, wenn man Spenden einsammeln möchte, braucht man ein Konto, braucht man eine Gemeinnützigkeit und das geht halt alles über so ein e.V. Natürlich hatten wir uns auch überlegt, eine Stiftung zu machen. Stiftung klingt ja auch immer viel cooler und so weiter, aber für eine Stiftung braucht man meist auch einen Haufen Geld. Und wir sind halt mit null gestartet sozusagen und dann haben wir uns halt erstmal für die spießige Variante eines deutschen e.V.s entschieden. Hätten wir gewusst, dass das so lange dauert, hätten wir uns vielleicht umentschieden. Also auf jeden Fall gemeinnützig und e.V. Ja, dieses Gelb ist, Grün ist komisch. Bisher 20 Mitglieder. Wir haben uns dafür entschieden, erstmal nicht so groß rauszugehen. Also es gab in den letzten Jahren verschiedene Debatten. Eine Debatte war, wir brauchen sowas wie ein Internet-ADAC, also ein Zusammenschluss aller Internetnutzer. Nun sehen wir das so, kann man machen, wer es will, unbedingt machen, aber wir sahen für uns halt das Ganze als eine zu große Aufgabe an. Also so die Interessen aller Internetnutzer von meiner Mutter bis irgendwie zu euren Kindern oder sonst wie zusammenzubringen in einen großen Verband, das kann eine Lebensaufgabe sein. So, ne? Aber wir wollten uns jetzt um die Probleme kümmern, die jetzt gerade auf der politischen Tagesordnung stehen. Eine andere Debatte, die es gab und wo man halt auf jedem CCC-Kongress sich stundenlang irgendwie mit anderen zum Philosophieren hinsetzen kann, ist die Idee eines Dachverbandes. So eine Art Attack der Netzpolitik, wo man halt nochmal so eine Telefonnummer 115 über Föbo, CCC und so weiter drüber hängt. Aber das war auch unsere Erfahrung, nachdem wir jahrelang diese Debatten mitgemacht haben.
wir sind nicht so wirklich davon überzeugt, dass es mal jemals klappen wird, diese teilweise sehr unterschiedlichen Organisationen mit unterschiedlicher Geschichte, mit unterschiedlichen Herangehensweisen, Kulturen quasi unter einem Dach zusammenzubringen. Also das wollen wir beides nicht. Wir haben uns dafür entschieden, eine kleine schlagkräftige Gruppe erstmal zu bilden, die fast komplett in Berlin sitzt. Wir haben uns dafür entschieden, Menschen reinzuholen, die so ein ähnliches Mindset haben, sodass wir uns erstmal nicht damit beschäftigen müssen, sofort Flame Wars, irgendwie Trolle-Management auf Mailinglisten und so weiter machen zu müssen, sondern wir haben uns so für ein Web-of-Trust-Modell entschieden. Diese 20 Menschen sind nicht in Stein gemeißelt. Wir wollen größer werden, wir wollen das Ganze ausbauen, aber wir wollen es behutsam ausbauen. Wir wollen es jetzt erstmal nicht die nächsten Jahre über Logo, über ob wir jetzt für Datenschutz oder gegen Datenschutz sind oder sonst irgendwie streiten, sondern wir wollten halt einfach anfangen zu arbeiten mit der politischen Richtung, die wir seit einigen Jahren auf netzpolitik.org vertreten oder die alle Mitglieder auch in unterschiedlichen Zusammenhängen vom AK Zensur über AK Vorort bis hin zu CCC und so weiter vertreten, sondern uns halt quasi nicht um Strukturen prügeln. Weil das war auch immer unsere Erfahrung aus lauter Zusammenhängen. Irgendwann fing es dann alles immer an, so um Strukturen zu gehen und Machtkämpfe und warum ist der im Fernsehen und nicht ich und so weiter. Warum kriegt der Geld und nicht ich? Also darum geht's halt uns nicht. Wir haben ein großes Netzwerk drumherum. Das zeigt sich zum Beispiel, wenn wir Stellungnahmen schreiben. Haben wir jetzt bisher einige geschrieben. Und wir brauchen Juristen, die das mal gegenlesen. Weil bei uns, wir haben zwar einen Juristen dabei, aber der macht gerade sein zweites Staatsexamen und ist ein bisschen ausgeschaltet. Dann kann man halt an befreundete Juristen quasi diese Stellungnahmen schicken. Dann kriegen wir halt ein Peer Review, so dass wir halt keine inhaltlichen Fehler machen. Und das haben wir bei vielen Sachen. Also in Sachen Design und so weiter haben wir ein größeres Netzwerk. Die wollen wir jetzt mehr und mehr motivieren, mitzumachen. Also insofern, diese 20 Leute sind nicht in Stein gemeißelt. Das ist einfach nur der Kern, der sich in Berlin einmal die Woche trifft und zusammenarbeitet. Wir haben auch sowas wie einen Vorstand, aber es gab noch nie eine Vorstandssitzung, weil wir es halt immer auf der Mitgliederversammlung quasi jeden Mittwoch machen. Als nächstes Ziel haben wir noch eingeplant, einen Beirat zu gründen. Also uns ging es halt darum, bei wichtigen strategischen Entscheidungen dann einen Beirat zu konsultieren. Wir haben da schon einige auch bekanntere Menschen aus hier, diesen ganzen Kreisen, dazu motiviert mitzumachen, aber das werden wir erst, wer da genau mitmacht, erst verkünden, wenn das Ganze fertig ist. Aber da geht es halt darum, was macht man zum Beispiel, wenn man auf einmal eine größere Spende angeboten bekommt. Dann kann man halt den Beirat fragen, so, was haltet ihr davon? Gibt es hier ein Veto von euch? Gibt es Argumente dafür oder dagegen, sowas anzunehmen? Oder wir wollen eine Kooperation und eine Kampagne in die Richtung machen. Also es ist quasi so, dieser Beirat soll halt nochmal strategische Entscheidungen konsultieren und halt das Ganze nochmal von der Außensicht, weil wir haben ja dann alle diese Binnensicht nochmal absichern und uns nochmal quasi von außen immer Feedback geben. Wir wollen so transparent wie möglich sein. Transparent heißt jetzt nicht, dass wir alle unsere Mitgliederversammlungen streamen und unsere ganzen Mitgliederdaten und so weiter online stellen, wie es so manche sich gewünscht haben. Aber wir orientieren uns daran, was Transparency International ausgearbeitet hat, nämlich die Initiative Transparente Zivilgesellschaft. Dass halt natürlich selbstverständlich für uns alle Spenden sehr transparent verwaltet werden, dass halt auch allen Spendern dann klar ist, was passiert mit welchem Geld und nicht, dass das ganze Geld irgendwie für Partys draufgehauen wird und so weiter, dass es halt erkennbar ist. Da gibt es klar definierte Standards, die können wir noch nicht erfüllen, weil wir sind erst seit diesem Jahr gemeinnützig, aber sobald wir das erste Jahr hinter uns haben, sind wir auch in der Lage, mal einen Geschäftsbericht zu machen. Also das war auch so ein lustiger Vorwurf, als wir uns gegründet haben, aber man weiß ja noch gar nicht, wo eure Spenden hingegangen sind und wir meinten halt nur so, ja, wir haben noch keine Spenden, so, ne? Sonst hätten wir natürlich gerne mal einen Bericht darüber gemacht. So. Wir haben auch thematische Arbeitsgruppen oder das ist so die Idee, das kann man halt so jetzt mal an einem Beispiel machen. Wir haben eine Arbeitsgruppe zu Open Data, die drei, die da mitmachen im Moment, Christiane Schulz-Giauduti, Lorenz Matzert und Daniel Dingens, die haben sich zusammengeschlossen. Die wollten halt unter dem Dach der digitalen Gesellschaft einfach mal das Thema Open Data bearbeiten. Und da sieht man dann mal wieder so dieses Modell Web of Trust. Die kennen wir alle, zu denen haben wir Vertrauen. Und die haben jetzt erstmal quasi für den Berliner Wahlkampf Fragen, Wahlprüfsteine an die Parteien formuliert, was sie zu Open Data halten, wollen das später auswerten, schreiben ein Policy Paper, wo man dann halt mal quasi Grundpositionen und auch mal ein bisschen von der Meinung der Bundesregierung abweichende Positionen formulieren
kann. Das können wir uns auch noch vorstellen für viele andere Themen. Ja, aber da geht es uns halt immer drum, wo wir jetzt noch nicht so viele Ressourcen haben. Wir brauchen halt erstmal Menschen, denen wir vertrauen können, dass sie halt einfach losarbeiten können. Einfach, ja, aus Managementgründen. Ja, die Idee der Kampagnenplattform habe ich schon ein bisschen angerissen. Also Aufbau einer Kampagneninfrastruktur. Wir wollen Kampagnen durchführen. Wir haben jetzt konkret für die erste Kampagne 9.500 Euro von der Stiftung Pritsch bekommen. Noch so ein Grund, warum man EV gründet, weil man kann auf einmal Fördergelder beantragen. Die Stiftung Pritsch ist eine Unterstiftung der Bewegungsstiftung. Pritsch steht für Bürgerrechte in der digitalen Gesellschaft. Und jedes Jahr schüttet diese Stiftung 15.000 Euro an Kampagnen aus. Wir haben uns dort beworben, haben 9.500 Euro bewilligt bekommen und haben jetzt erstmalig quasi Geld, um halt mal eine Kampagne vorzubereiten, wo man dann auch mal so klassische Werbemittel wie wir mieten uns mal die Großleinwandfläche von der CDU-Zentrale und hängen denen jetzt mal irgendwie ein Bild zur Netzneutralität irgendwie vor die Tür oder wir können mal Flyer drucken, Aufkleber drucken und so weiter erstellen können. Diese Kampagne bereiten wir vor, wird wahrscheinlich im Herbst starten. Wird zwar für die aktuelle Diskussion im Telekommunikationsgesetz zu spät sein, aber bei der derzeitigen Regierung ist, da könnten wir auch jetzt mit 1 Million Euro irgendwie keine bürgerrechtsfreundliche Entscheidung pro Netzneutralität in den nächsten 2 Monaten durchbekommen. Aber wir setzen da auf den langen Atem. Erstmal das Thema Netzneutralität popularisieren, mehr Menschen damit, dass mehr Menschen erklären, dass sie auch selbst davon betroffen sind und sich darum kümmern sollten. Und ich glaube, Netzneutralität ist halt neben der Urheberrechtsdebatte die entscheidende Debatte in den nächsten 5 oder 10 Jahren. Eine andere Kampagne, die wir so auf kleiner Sparflamme nebenbei durchführen wollen, ist ein Recht auf Remix. Ist ein bisschen absurd in Deutschland, dass wir zwar so ein Recht auf Privatkopie haben, aber es gilt nur so lange, bis irgendwelche Daten unseren Computer verlassen. Also wir dürfen alles remixen, wir dürfen es nur nicht anderen zeigen, quasi. In den USA ist das ganz anders. Im US-Copyright gibt es so Ausnahmeregelungen namens Fair Use. Die US-Amerikaner dürfen ganz viele Sachen machen und dürfen das alles auf YouTube stellen und dann kommt nicht irgendwann dieser Inhalt ist nicht mehr verfügbar, sondern es ist legal. Und wir wollen halt auch, dass in Deutschland im nationalen Urheberrecht, dass halt in der European Copyright Directive unsere Gesetzgebung so verändert wird, dass wir auch auf einmal, wie die US-Amerikaner, legal remixen dürfen. Weil wir sind halt der Meinung, Remix gehört zu unserer Kultur. Das sollte man nicht verbieten, das sollte man nicht abmahnen, sondern das sollte man legalisieren. Ansonsten haben wir noch verschiedene andere Kampagnen, Ideen. Aber das hängt halt immer davon ab, wie viel Zeit und sonst wir haben. Weil alle von uns haben halt noch Jobs. Und ja, Interessenvertretung. Interessenvertretung ist vor allen Dingen neben politischem Lobbying, Medien und Öffentlichkeitsarbeit. Linus, was ist? Hatten wir schon. Ja, aber jetzt kommt nochmal das Ausführliche. Also der Unterschied, also wie wir Medien und Öffentlichkeitsarbeit wahrnehmen, wir gehen auch ans Telefon. Das ist ja für viele Journalisten, sind ja ganz froh, wenn sie auch mal aus Sicht von Bürger- und Verbraucherrechten jemanden erreichen, der auch mal ans Telefon geht und mal innerhalb von einem Tag auf eine Mail antwortet. Also das wollen wir halt auch. Nicht immer auf irgendwas, wie es in der Vergangenheit war, irgendwas passiert und nach 3 Tagen gibt es dann irgendeine Pressemitteilung, die von irgendwem mal geschrieben wurde und wo keinen mehr das Thema interessiert. Deswegen, wir wollen auch Pressemitteilungen zu aktuellen Themen an aktuellen Debatten rausgeben und nicht erst 3 Tage später. Es gibt so ein paar Beispiele. Als die ganzen Datenlecks rund um Sony passiert sind, haben wir 5 Forderungen aufgestellt, was man bei Datenverstößen mal machen sollte aus Verbraucherschutzsicht. Da waren einige Journalisten recht erfreut, dass es da auch mal was gab, weil die haben sich erstmal alle an den Bundesdatenschutzbeauftragten gewandt. Der meinte, für Sony ist er nicht zuständig. Dann haben sie alle an die Verbraucherzentralen gewandt. Die waren halt der Meinung, naja, wir haben da jetzt keine Meinung zu. Dann haben sie beim CCC angerufen, da ging keiner ans Telefon und dann waren sie halt ganz froh, dass wir halt quasi konkrete Forderungen stellen konnten. Anderes Beispiel jetzt vor letzter Woche halt diese ganze Hans-Peter Uhl und seine irrsinnigen Forderungen. Das haben uns dann auch irgendwie noch ein paar Gastartikel gebracht bis hin zu heute.de, die total glücklich waren, mal auf heute.de eine Gegenmeinung zum Bund der Kriminalbeamten und CSU und so weiter zu haben. Wir werden ziemlich viel mittlerweile auf Podiumsdiskussionen eingeladen. Das ist eigentlich schon fast zu viel, weil wir haben begrenzte Ressourcen. Und wenn die ganze Zeit irgendjemand auf irgendeiner Podiumsdiskussion sitzt, können wir halt nichts anderes machen.
aber da entscheiden wir uns eher für diejenigen, die ein bisschen wichtiger sind. Ja, Stellungnahmen zu aktuellen Gesetzesprozessen habe ich schon irgendwie ein bisschen erzählt. Da hatten wir jetzt auch in den letzten Monaten zum Beispiel eine zum Telekommunikationsgesetz, wo wir ganz klar gefordert haben, dass man im Telekommunikationsgesetz die Netzneutralität verankern sollte und wie man das machen könnte. Hat jetzt keinen in der Bundesregierung groß interessiert, aber wie gesagt, die sind auch gerade eher auf der Deutsche Telekom-Linie als auf einer verbraucherschutzorientierten Linie. Aber das kann sich ja ändern. Ein anderes Beispiel war Netzsperrenaufhebung und so weiter. Also Stellungnahmen sind zwar immer eine ganze Menge Arbeit, die schreibt man nicht mal so schnell runter wie eine Pressemitteilung, aber sind halt schon wichtig, um nochmal fundierter bestimmte Thematiken argumentativ aufzuschreiben und vielleicht dann auch mit ein bisschen Juristerei genau zu begründen in einer politikerkompatiblen Sprache. Ist ja so, Politiker haben ja eine verschiedene andere Sprache als Journalisten und so weiter und die ist halt ein bisschen juristischer und das muss man halt dann in so einer Stellungnahme auch mal formulieren, was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum Stellungnahmen sonst keiner schreibt, was ja ein bisschen schade ist. Also es gibt so 15, 20 Gesetzesprozesse im Jahr rund um Netzpolitik, wahrscheinlich sogar noch mehr. Und vielleicht gibt es einmal eine von Seiten Verbraucher- oder Bürgerrechte. Und das wollen wir halt verändern. Wir wollen auch aktionsorientiert arbeiten. Da haben wir in den letzten Jahren so viele kleinere Sachen gemacht. Die wollen wir jetzt als digitale Gesellschaft weiterführen, wenn uns Ideen einfallen und auch der Moment da ist. Wir haben schon ein paar Ideen auch so mit Verknüpfung online, offline. Hier ist nochmal, was wir so in den letzten Jahren gemacht haben. Das war halt zusammen mit dem CCC 2005, glaube ich. Da hat Microsoft seine erste Lobbyparty im Berliner Abgeordnetenhaus gemacht und wir haben halt uns mit Alt und Plus F4 und Pinguin-Kostümen davor gestellt und sind dann reingelaufen und haben dann noch Monokultur und Alt Plus F4 Fähnchen ins Buffet reingetan, bis wir halt rausgeschmissen worden. Aber das war damals schon so, da haben wir uns damals schon so ein bisschen an Greenpeace orientiert. Also man schafft quasi Events oder man schafft halt Bilder. Also wir haben natürlich alles so Livestream rausgesendet und haben halt Fotos davon gemacht. Und Microsoft dachte halt wahrscheinlich so den ganzen Abend, okay, sie haben uns jetzt rausgeschmissen, das Ganze ist lokal begrenzt. Aber haben nicht so ganz mitbekommen, dass wir halt live auf Sendung waren schon. Und die ganze Zeit Fotos rausgeschickt haben und dann am nächsten Tag ging das halt durch die Weltpresse so. Ne? Dass halt Microsoft ein Lobby-GAU hatte oder so weiter, dass halt Pinguine da in Berlin auf der Lobbyparty waren. Anderes Beispiel, das war hier an dem Tag, als die Netzsperren beschlossen worden sind von der Großen Koalition, irgendwie im Juni oder Juli 2009, da haben wir dann morgens für 9 Uhr zum Brandenburger Tor aufgerufen, da sind tatsächlich 300 Leute gekommen, was man hier leider nicht so ganz sieht, aber es war alles voller Nerds, die früh aufgewacht sind, motiviert dahingegangen sind und auch noch Schilder dabei hatten, also passt ja auch nicht immer, aber das waren dann auch wiederum, man konnte dann davon auch wiederum Bilder an die Presse weitergeben und man kennt das vielleicht so, wie Journalisten arbeiten. Wenn Journalisten über Urheberrecht arbeiten, dann sieht man immer so diese CD-Rohling mit Raubkopie drauf. Das liegt aber darin, dass sie dann wahrscheinlich die ganze Zeit die DPA-Daten, Bilderdatenbank nutzen und halt mal eingeben, irgendwie, was ist hier zu Urheberrecht und das erste Bild, was da ist, ist halt diese Raubkopie. Aber wenn man es halt mal schafft, andere Bilder zu produzieren, die dann auch in diesen Datenbanken landen, wo dann halt Journalisten, die uns eher wohlgesonnen sind als irgendwie so eine Raubkopie-Propaganda, diese Bilder nutzen können, dann haben wir ja was gewonnen, weil diese Bilder erreichen dann vielleicht wiederum unsere Eltern und die kriegen halt ein positiveres Bild von dem, was da Ganze passiert. Also man, Bilder sind schon wichtig in der Vermittlung. So. Ah, das war ja noch ein anderes Ding, das war auch irgendwie 2006, da hat Raubkopiererin Verbrecher Probesitzen mit einem Knast gemacht. Und wir sind halt hingegangen mit unseren Rettet die Privatkopie und Fallschirm legalisieren Postern und haben halt deren Knast besetzt. So. Und das klappte dann nicht so ganz für die ganzen Fernsehaufnahmen. Die wollten dann nämlich die ganze Zeit diesen Knast irgendwie mit armen Häftlingen irgendwie abfotografieren. Aber wenn da halt die ganze Zeit Leute mit so Postern drin hängen und nicht mehr rausgehen, dann klappt das Ganze mit dem PR nicht. Und vor allen Dingen praktisch für uns war, zu dem Zeitpunkt kam noch kein Journalist zu uns. Also dachten wir, gehen wir halt dahin, wo die Journalisten sind und wir konnten halt da unsere ganzen Forderungen direkt an die anwesenden Journalisten präsentieren. Das war ja noch was anderes, das war zur IFA. Da dachten wir, wir haben eine super Idee, wir machen ein 10 Meter mal 2 Meter großes
Banner, Kopierschutz entmündigt, sind da angekommen und haben festgestellt, das hätte noch doppelt so dick, doppelt so groß sein müssen. Aber es ist gar nicht so einfach, so ein 10 Meter mal 2 Meter Teil erstmal zu bauen und dafür die Sachen zu bekommen. Aber daraus haben wir dann auch wiederum Filme gemacht und Videos, und über solche Bilder kann man auch wiederum Forderungen vermitteln. In diesem Fall ging es halt darum, Kopierschutz entmündigt, Digital Rights Management ist eine Risikotechnologie und sollte abgeschafft werden. Ein anderes Beispiel, wie wir noch arbeiten wollen, ist internationale Zusammenarbeit. Eine ganze Menge an Netzpolitik passiert in internationalen Zusammenhängen. Das kriegt aber in Deutschland keiner mit, weil alle denken immer, der Bundestag macht irgendwas. Aber diese ganzen Gesetzesprozesse werden halt vorher vorbereitet, die werden auf EU-Ebene vorbereitet in Form von Direktiven. Und diese EU-Direktiven werden nochmal auf höheren internationalen Ebenen wie der OECD vorbereitet oder der G8-Gipfel und so weiter. Und da gibt es schon einige engagierte Organisationen aus anderen Ländern, La Quadrature du Net, Electronic Frontier Foundation und so weiter, die beteiligen sich auf internationaler Ebene. Die schließen sich da zu Netzwerken zusammen, die schließen sich zusammen, die schreiben zusammen Stellungnahmen, die machen dort auf diesen Ebenen Lobbying, um zu verhindern, schon in einem Frühstadium, dass diese ganzen Gesetzesprozesse weiter nach unten kommen. Weil je weiter solche Ideen schon auf EU-Ebene oder auf nationale Ebene weiter ausgegoren sind, umso größer ist das Problem, sie zu verhindern. Also man muss halt viel früher ansetzen. Und aus Deutschland hat sich in diesen ganzen internationalen Sachen bisher kaum einer engagiert, was sehr schade ist. Aber wir wollen halt quasi A, vermitteln, wir wollen diese Themen nach Deutschland runterbringen. Wir wollen hier Aufmerksamkeit darauf lenken, was bei der OECD passiert, was beim G8-Gipfel passiert, was auf EU-Ebene funktioniert. Und wir wollen natürlich auch wiederum dann unsere Themen, die wir in Deutschland diskutieren, unsere Expertise, die wir haben, wiederum in diese internationalen Netzwerke einfließen lassen. Wir sind Mitglied bei European Digital Rights. Das ist ein Zusammenschluss von, ich glaube, mittlerweile 29 EU-Bürgerrechtsorganisationen. Da sind hier auch noch FÖBUT und CCC und so weiter aktiv. Und natürlich Bits of Freedom, Open Rights Group, La Quadrature du Net und so weiter. Ja, diese Debatten, die wir nach Deutschland bringen wollen, habe ich gerade schon mal beschrieben. Jetzt kommen wir mal zu einem Ausblick. Nochmal kurz zusammenfassen, was sind so unsere Ziele, je nachdem, wie viel Ressourcen und Zeit und so weiter wir haben. Aufbau einer Kampagnenplattform, Durchführung von Kampagnen, schnelle und fundierte Reaktionen auf Debatten, also nicht erst eine Woche später oder 3 Tage später, sondern wenn etwas passiert, wenn neue Forderungen da sind, schnell reagieren, schnell und fundiert irgendwie eine Bürgerrechts- und Verbraucherrechtsfreundliche Position kommunizieren. Wir wollen eine Fundraising-Kampagne starten, um Geld einzusammeln, weil wir können halt noch viel mehr machen, wenn wir auch die Ressourcen dafür haben. Also es gibt einige Vorbilder für uns aus dem europäischen Ausland. La Quadrature du Net aus Frankreich, die sind als Firma aufgebaut. Da weiß kaum einer, die haben sich halt dafür entschieden, auch keine offene Struktur oder sonst wie, sondern eine Firma sammelt Spenden und ist dadurch in der Lage, einige Menschen zu finanzieren, die halt in echt, also ganzen Tag Zeit haben, Lobbying zu machen und all diese Aufgaben zu erledigen, die andere nicht machen wollen. Also wir arbeiten sehr gerne in offenen Strukturen und werden das auch weiterhin machen. Aber wir haben in den letzten Jahren immer festgestellt, im AK-Zensur, im AK-Vorrat, wenn halt ganz dringend ist, wenn irgendeine Aufgabe da ist, die jetzt keinen Spaß macht, ist es sehr schwierig, dafür Freiwillige zu finden, die diese Aufgabe dazu auch noch gut erfüllen können. Und deswegen wollen wir im Optimalfall Geld dafür sammeln, junge, hochmotivierte Menschen mal 1 oder 2 Jahren eine Stelle zu geben, wie es auch Bits of Freedom in den Niederlanden macht oder die Open Rights Group in England, die jeweils mehrere Mitarbeiter mittlerweile haben, um halt diese Aufgaben auch als Dienstleister für die ganze Community erfüllen zu können. Wir planen Policy Papers zu den verschiedensten Themen, wo man mal argumentativ ausgelegt tiefer in diese ganzen Debatten einführt und halt eine verbraucher- und bürgerrechtsorientierte Politik vermittelt. Wir wollen mehr Lobbytransparenz im IT-Sektor voranbringen. Wir spielen gerade mit so Tools rum, wo man mal dokumentieren kann. Also allein die Fragestellung, welche Verbände gibt es überhaupt alles so, die sich um Netzpolitik kümmern? Wie sind diese Verbände miteinander verknüpft so? Ne? Es gibt dann halt der Verband der Musikindustrie ist dann wiederum in ganz vielen anderen Koalitionen drin, von der Content-Allianz bis keine Ahnung was. Da sind dann wiederum unterschiedliche Firmen involviert, die aber auch wiederum verschiedenen anderen Verbänden drin sind. Wir wollen das halt mal alles dokumentieren
um halt mal ein bisschen mehr Einblick darin zu geben, wie funktioniert halt diese ganze Netzpolitik. Also auch die Fragestellung, Firmen wie Microsoft und Google, welche Lobbyfirmen arbeiten eigentlich für die und machen was so, um halt mal rauszufinden, okay, welche Kampagnen laufen gerade von denen im Hintergrund für welche Gesetzesänderungen. Also das wollen wir halt ein bisschen mehr dokumentieren. Wir planen eine DigiGuess-Wissensreihe, wo man halt auch mal irgendwie in Themen wie Netzneutralität und Urheberrecht auf 4 oder 5 Seiten einführt, so dass es halt im Optimalfall unsere Eltern verstehen können. Wir planen eine Unterstützung der Tor-Infrastruktur, um halt auch mehr Anonymität durchsetzen zu können durch die faktische Verfügbarkeit von der richtigen Infrastruktur. Ja, und warum machen wir das alles? Wir sind mal gestartet April mit so einer kleinen Warum-Kampagne. Da gab es so verschiedene Bilder. Hier haben wir Anne Roth mal mit so Fragen, warum laufen eigentlich einige Sachen so? Um halt auch Leute zu motivieren, darüber nachzudenken, kann man das nicht mal ändern? Oder warum haben wir noch keinen gesetzlichen Schutz für Whistleblower? Oder, das war mein Lieblingsmotiv, warum ist das Urheberrecht eigentlich so kompliziert? Wenn ihr uns unterstützen wollt, eine Möglichkeit ist halt Spenden. Wir sind gemeinnützig, wir können Spendenquittungen ausfüllen. Das heißt, ihr kriegt nächstes Jahr die Hälfte zurück, wenn ihr überhaupt Steuern zahlt. Hier sind so einige Kontaktmöglichkeiten, digitalegesellschaft.de oder auf Twitter @digiGuess oder info@digitalegesellschaft. Ja, und das war's jetzt erstmal mit der Einführung oder Präsentation. Wir haben aber genug Zeit für Fragen. EV noch, oder? Was, machen wir ein paar Sätze zum EV noch? Ja, wenn du willst. Also, hier, Rüdi will auch was sagen. Also am Anfang haben sich nicht nur einige Leute hier, sondern auch wir selbst uns gefragt, warum tut man sich noch mehr Strukturen an? Ich meine, EV, also die halbe Welt lächelt über Deutschland wegen dem Begriff der Vereinsmeierei. Ich glaube, das ist auch ein deutsches Lehnwort geworden in einigen Sprachen. Wieso macht man das? Nun, hier gibt es einige Leute, die auch die EV-Wertung vom CCC in Erinnerung haben. Damals war es ein bisschen dramatischer, damals war es eine Grundsatzentscheidung, ob man als Hacker und kreative Leute eine kriminelle Vereinigung oder ein deutscher EV werden will. Und eine knappe Mehrheit hat sich, glaube ich, damals für den EV entschieden. Bei uns ist irgendwie da kein äußerer Druck da, aber es ist natürlich eine Frage, wie organisiert man Arbeit etwas langfristiger in einigen Bereichen. Insbesondere haben wir uns ja nicht nur den normalen EV, wo man auch einen bürokratischen Aufwand ist, der nicht zu unterschätzen ist. Wir haben uns auch noch die härtere Tour gegeben. Wir haben die Gemeinnützigkeit beantragt. Und auch wenn man das schon ein paar Mal vielleicht beobachtet hat, ist es immer wieder ein lustiges Erlebnis, sich mit deutschen Finanzbehörden zu versuchen, zu kommunizieren und zu einigen. Also es war wirklich, wie Markus auch schon gesagt hat, ein Dreivierteljahr Arbeit, das nicht vergnügenssteuerpflichtig war. Warum machen wir das? Lasst mich mal ein Beispiel aus der Informatik als Vergleich heranziehen. Man kann diese gemeinnützigen EV ein bisschen wie eine virtuelle Maschine ansehen. Wir wissen als Hacker ganz genau, richtig Spaß macht es nur, wenn man auf der Hardware kratzen kann. Aber es gibt viele Leute, die sagen, ich möchte jetzt nicht auf der Hardware kratzen, ich möchte für mein gewisses Bereich möchte ich eine Lösung machen. Denk zum Beispiel an MediaMiki, wo der auf dieser grauenhaften PHP läuft, aber wirklich was Cooles dabei rausgekommen ist. Also die Idee ist, dass verschiedene Leute, die nicht ganz zur Hardware runterkratzen müssen, auch Möglichkeiten haben, ihren Beitrag zu leisten. Und auch eine Sache, die vorletzte Folie da war, vielleicht nochmal ein Hinweis auf Gemeinnützigkeit. Ich glaube, wir sind alle älter geworden. Aber wenn man im Camp hier umsieht, gibt es durchaus sehr viele Hacker, die immer noch aktiv sind, die langsam in dem Alter sind, wo sie auch schlicht und einfach gut verdienen, Familie zu besorgen haben, Firma zu versorgen haben, aber uns Hackern immer noch wohlgesonnen sind, aber schlicht und einfach ein Problem haben, dass sie dieses berufliche und sonstige Erfolg halt damit erkämpfen, dass sie sehr wenig Zeit haben für kreative Sachen haben. Umgekehrt natürlich über nicht ganz unerhebliche finanzielle Mittel verfügen und dann durchaus bereit sind zu spenden. Allerdings unter der Voraussetzung, dass es weiß, wohin es geht, also eine virtuelle Maschine, dass man weiß, was abläuft. Und zweitens auch noch ein bisschen unromantisch, also schlicht und einfach steuerlich absetzbar. Jetzt werden natürlich einige Leute mit Recht blocken. Das ist eine Institution, wo Leute, die mal in der Hacker-Community waren, ein bisschen Geld spenden können, ihr Gewissen erleichtern können und das auch noch von der Steuer absetzen könnte. Meine Antwort ist, warum nicht?
Also wenn man mal eine gewisse Zeit lang Sachen beobachtet, freut man sich über Leute, die mit vielleicht nicht optimalen Begründungen gute Sachen tun, mehr als über Leute, die auf sämtlichen Plattformen immer gute Ideen haben und nichts aus den Händen kriegen. Außerdem, wie gesagt, das Leben ist meistens komplizierter als ein Transparent. Hier gibt es auch durchaus sehr viele alte Hacker, die durchaus Spenden oder Stiftungen machen, die hier jetzt auch noch mit uns im Matsch sitzen. Also es ist schlicht und einfach ein Angebot, wie auch Markus gesagt hat, dass Leute aus ganz verschiedenen Herangehensweisen die Arbeit unterstützen sollen. Und Brit ist, glaube ich, dann auch ein gutes Beispiel. Das sind Leute, die haben Bürgerrechte immer als, vielleicht sogar klassisch als Liberale unterstützt. Und für die war das die Möglichkeit zu sagen, diese Bürgerrechte, die wir im normalen Bereich unterstützt haben, sind jetzt interessant für die digitale Welt. Oder wie Markus mir erzählt hat, war die Reaktion von Brit, normalerweise unterstützen wir eigentlich Leute, die ein Schlauchboot haben. Insofern seht ihr, dass da sich einige Möglichkeiten, denke ich, durch diese Konstruktion öffnen. Und beobachtet halt mal die Sache, wie gesagt, in der Computerwelt ist es auch manchmal meistens cooler, wenn man keine virtuelle Maschine hat. Aber nehmen wir einfach mal ganz Systeme, die eine virtuelle Maschine, selbst eine schlechte virtuelle Maschine bieten, wie PHP, sind dafür verantwortlich, dass dann Leute anfangen zu programmieren, die vielleicht mit Hardcore C nicht programmiert haben. Und die schaffen dann mit dieser grauenhaften Programmiersprache PHP fantastische Sachen wie MediaWiki, die wirklich unsere ganze Wissensgesellschaft positiv beachten. Also seht es mal wirklich ein bisschen als Möglichkeit, Verschiedenheit zu ermöglichen. Danke. Für Fragen bitte ich hier an das Mikrofon kommen oder Diskussionen. Traut euch. Hallo, ich würde gerne wissen, wie euer Verhältnis zum Collaboratory ist, der Google-Logging-Initiative, die ja auch in Berlin sitzt und sich mit eigentlich einem ganz ähnlichen Themenspektrum befasst, wie ihr das jetzt tut und wo du, Markus, glaube ich, auch als Experte in irgendeiner Arbeitsgruppe dabei bist, oder? Eigentlich nicht. Also am Anfang wurde ich gefragt, ob ich da mitmachen will, aber ich war da nicht so ganz einverstanden, aber stand dann auf einmal auf dieser Webseite, bin aber noch nie hingegangen und sehe dieses Collaboratory, da machen eine ganze Menge Menschen mit, die ich schätze und die auch gute Sachen tun, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert, dass es ein unabhängiger Think Tank werden könnte, weil immer steht da Google drauf und das wird man nicht los. Also insofern möchte ich da jetzt auch nicht so viel mit zu tun haben. Nee, das funktioniert nicht. Also, oder? Eine Frage aus dem Internet. Ah. Hallo, aha. So kriegt das Internet. Aus dem Internet kommt die Frage, was denn genau der Beirat darf? Haben die Vetorechte oder sowas in der Form? Was? Der Beirat, ja. Das ist die Überlegung, tatsächlich so eine Art Vetorecht da reinzumachen bei wichtigen strategischen Entscheidungen. Natürlich gibt es halt eine ganze Menge Entscheidungen, dass wenn man in so einem Beirat sitzt, möchte man auch nicht jeden Tag irgendwie 5 Mails bekommen und jedes Mal Ja oder Nein sagen müssen, sondern es gibt halt bestimmte Entscheidungen, wie halt, gehen wir jetzt eine Kooperation in die und die Richtung ein. Also es gab jetzt so ein Beispiel, möchten wir mit der Bertelsmann Stiftung in Sachen Open Data kooperieren. War für uns alle klar, okay, da müssen wir jetzt nicht erstmal einen Beirat irgendwie konsultieren. War jetzt auch keiner so leidenschaftlich mit der Bertelsmann-Stiftung irgendwie als zufrieden. Aber so andere Entscheidungen, zum Beispiel, wir haben aber 5.000 Euro auf dem Konto von irgendwem. Wollen wir das jetzt annehmen oder nicht? Das wäre dann so eine Entscheidung, da würden wir halt den Beirat konsultieren. So, ne? Also, oder wir wollen jetzt mit einem neuen Thema arbeiten, was wir bisher noch nicht auf dem Schirm hatten. Macht das Sinn oder nicht? Hier sind ein paar Argumente dafür oder dagegen. Und dann den Beirat quasi mit so einer Art Vetorecht nochmal konsultieren, um uns nochmal Argumente dafür oder dagegen zu geben. Also quasi für uns auch nochmal so ein weiterer Layer, auch zur Absicherung nach draußen sozusagen, dass wir weniger Fehler machen. Ja, hallo. Wie macht ihr das, wenn ihr jetzt zu fünf... Okay, wenn ihr 5 Leute seid in der digitalen Gesellschaft, woher wollt ihr euch wissen, ob ihr nicht euch zu weit von den Hackern oder der Netzszene entfernt? Also das ist ja eine gewisse Gefahr, dass man dann sozusagen mit den 5 Leuten irgendwas macht, was eigentlich, sage ich mal, 80% derjenigen, die ihr eigentlich vertreten wollt, gar nicht mehr damit unterstützt.
Oh, wir sind 20 Menschen. Und wenn man sich anschaut, wie viele Leute im Chaos Computer Club effektiv Politik machen, dann sind wir wahrscheinlich mehr bei der digitalen Gesellschaft e.V., die effektiv Politik machen, als im ganzen CCC. Und bei uns sind alle auch recht vernetzt. Also fast jeder Einzelne von uns ist in auch mindestens einem offenen Zusammenhang wie AK-Vorrat, AK-Zensur oder Chaos Computer Club oder sonst irgendwie involviert. Wir haben netzpolitik.org, wo ein Teil mitschreibt. Also das ist unser kleinstes Problem, dass wir komplett irgendwie unabhängig und in einem Raumschiff im Weltall agieren, sondern wir fühlen uns irgendwie sehr integriert und sind auch der Meinung, dass die Positionen, die wir vertreten, von vielen Menschen aus diesen Kreisen so geteilt werden. Welche Aktionen würde er gerne machen, für die bis jetzt das Geld gefehlt hat? Na, ganz viel. Also wenn ich jetzt zu viel verrate, also wir haben eine ganze Menge Aktionen, wo man halt dann einfach auch mal Sachen mieten muss, Technik mieten muss. Wahrscheinlich muss man auch erstmal Geld ausgeben, um ein paar Kletterkurse zu machen, um mal irgendwo hochzusteigen. Vielleicht ist es auch einfacher, Kletterer zu finden, die für uns irgendwie irgendwo hochsteigen und Plakate ankleben. Aber so einfache Sachen, wenn man halt irgendwo Aktionen macht, manchmal braucht man einfach Geld, um allein irgendwelche medienwirksamen Figuren zu bauen, zum Beispiel, die man dann irgendwo hinstellen kann. Also so eine Methode, die Greenpeace sehr gerne macht. Ne? Man erschafft irgendwas, was dann halt irgendwie sehr gut für Bilder ist, für Inszenierungen. Da muss man auch immer LKWs haben, um das irgendwo hinzubekommen. Also das wäre so eine Möglichkeit. Dann wollen wir natürlich auch sehr gerne, dass wir mal Flyer und so weiter produzieren, Themenhefte produzieren, die schön aussehen, die man auch mal irgendwie gerne mitnimmt und sich anschaut, die halt nicht nur von den Inhalten wie Bleiwüsten aussehen, sondern die halt auch mal schön geschrieben bestimmte Themen vermitteln. Das kann man natürlich alles im Netz machen, wenn man halt die Zeit hat, aber die ganzen dann zu drucken in der Tausenderauflage und in der Zehntausenderauflage und großräumig irgendwie zu verteilen, das scheitert dann meistens daran, dass man halt irgendwie die fehlenden 1.000 oder 2.000 Euro nicht hat für so einen Druck. Also es klingt alles ganz toll und ja. Und ihr klingt auch total motiviert. Jetzt es ist auch sehr motivierend, was ihr erzählt habt. Wie kann man euch denn unterstützen, abgesehen davon, dass man Geld spenden kann? Gibt es irgendwelche Programme, die ihr euch überlegt habt, wie man vielleicht die Community, die ja hier zahlreich vorhanden ist, noch ein bisschen involvieren kann in eure Aktionen? Ja, also wir haben zum Beispiel als ein Beispiel, haben wir gestern online gebracht, Ideen zur Vermittlung der Vorratsdatenspeicherung mal überlegen. Wir haben verschiedene Designer, die würden uns schöne Grafiken, also schöne Banner oder so weiter bauen. Postkartenmotive und so weiter, wo man auch mal unseren Eltern Vorratsdatenspeicherungen erklären könnte. Aber denen fehlte jedes Mal so eine Idee, weil die auch vielleicht nicht ganz in dem Thema drin hängen, eine Idee für ein Motiv. Und selbst wenn man nicht zeichnen kann, wenn man nicht irgendwie designen kann, kein Fotograf ist, kann man sich zumindest überlegen, okay, wie könnte sowas aussehen? Man kann das halt formulieren, ausschreiben und so weiter, sodass man halt diese Idee greifbar hat für jemanden, der dann halt besser designen kann und halt aus so einer formulierten Idee dann tatsächlich mal was macht, was wir dann zum Schluss als Poster oder Banner oder sonst irgendwie in den öffentlichen Raum raustragen können. Das ist so eine Sache. Ansonsten, wir haben einen aktiven Newsletter. Da war für uns bisher nur die Herausforderung, wir brauchen erstmal noch Strukturen, um das alles managen zu können. So, ne? Allein jetzt schon, wir haben bei der Vorratsdatenspeicherungssache haben wir irgendwie 50 Ideen bekommen jetzt seit gestern. Wir hängen aber jetzt alle hier und wir müssen eigentlich allen 50 Menschen jetzt erstmal schön Danke schreiben und das alles nochmal zusammenfassen. Da werden wir wahrscheinlich erst nach dem Camp zukommen, weil sonst kommen wir hier nichts mehr zu. Also im Endeffekt, wir würden ja gern mehr Menschen mitmachen lassen, aber uns ist halt auch bewusst, dass wir dafür ja quasi Campaigning-Management-Strukturen brauchen. Also das haben alle NGOs so, die größer sind, die halt einen eigenen Staff haben, die haben dann Campaigner. Die sind dann in der Lage, halt all die Menschen, die individuelle Fragen haben, die individuelle Ideen haben, so an die Hand zu nehmen und einzeln zu bearbeiten. Natürlich würden wir das auch gern so machen, so, ne? Aber wir haben es noch nicht so den idealen Weg gefunden, so wie das klappen kann. Und da sind wir aber sehr motiviert, weil wir wollen mehr Menschen mitmachen lassen. Wir wollen ja viel mehr Kreativität einbinden. Willst du noch was? Dinos will noch was zu sagen, unser
Freiwilligenbeauftragter. Ja, Linus ist mein Name, Linus Neumann, hallo. Bei dem Mitmachen ist das noch dazu zu sagen, also wir haben auch eine aktiven Liste, also es ist eine Newsletter, also eine Mailingliste, wo Leute sich eintragen können, die irgendwie sich vorstellen könnten, bei bestimmten Dingen, was weiß ich, Ideen zu liefern oder Aufgaben zu übernehmen. Und an die schreiben wir dann auch in dem konkreten Fall und fragen quasi an diesen Kreis an und sagen, ey, pass mal auf, wir haben dieses und jenes vor und fallen euch da Ideen ein oder könnt ihr das unterstützen? Wir brauchen jemanden, der, also ich meine, man kann ja auch zum Beispiel viel Infrastruktur echt vielleicht von Leuten bekommen, ja, wenn wir irgendwie sagen, wir brauchen Beamer, dann gibt es vielleicht auch Leute, die irgendwie einen fähigen Beamer vielleicht bei sich liegen haben und solche Sachen. Da gibt es also die aktiven Liste für und das sage ich jetzt gerade, weil ich habe das Formular dafür zerkackt vor ein paar Tagen. Da konnte man sich also eintragen und da gab es dann auch so 20 Punkte zur Auswahl, damit wir dann auch konkreter, zum Beispiel ging es jetzt eben bei der Vorratsdatenspeicherung um Designer, damit wir dann auch wirklich nur an die Designer schreiben können, damit da die Leute nicht irgendwie gespammt werden. Langfristig soll das aber eben, wie Markus gerade schon sagte, in so einer richtigen Kampagnen-Infrastruktur-Plattform organisiert sein, wo man dann wirklich also auch völlig ja, frei oder unverbindlich sich dann eben über die Kampagnen informieren kann und sich da eben seinen Input geben kann. Jetzt mit der Vorratsdatenspeicherung war das ja jetzt schon mal ein Beispiel und in der Richtung wollen wir das natürlich optimieren. Bis jetzt war es halt mit Blogposts und Rundmails. Wie gesagt, da arbeiten wir gerade daran, das noch ein bisschen zu optimieren. Gibt es weitere Fragen? Wir sind ja hier noch und Sandra, das ist hier diese nette Frau, wird gleich halt, wer noch so individuelle Fragen hat, genau, oder dann lass es sie selbst sagen. Also da es natürlich schön ist, wenn man einfach mal in einer kleineren Runde sprechen kann, jemand hat eine Idee, wie er mitmachen möchte, hat eine Aktion gesehen, wo er unbedingt mehr erfahren möchte, können wir uns einfach danach in einem Zeltlager treffen, zum Beispiel drüben beim MetaLab, wenn ihr das alle kennt. Das ist treffen wir uns erstmal vor der Tür und gehen dann in eins der Zeltlager und schauen mal, ob wir vielleicht ab und zu über manche Themen dann in Kontakt bleiben, damit ihr euch jetzt nicht in das Formular eintragen müsst, weil das gerade nicht geht. Ja, natürlich. Ja, okay. Ich denke, damit sind wir soweit durch. Ich hoffe, der Talk hat euch genauso gut gefallen wie uns, wie mir. Eine letzte Bitte dann noch. Bitte nehmt alle euren Gläser, Pappbecher, alles Mögliche, was ihr hier mit reingenommen habt, auch wieder mit raus und tut sie in den entsprechenden Container. Dankeschön.